Servus, hallo und willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadow 2, Part 34. Im letzten Part haben wir versucht, hier hochzuklettern. Ich hänge hier einfach nur so rum. Und wir haben ja das Steinchen eingesammelt, deswegen musste ich von unten quasi wieder neu beginnen. Aber ich setze jetzt einfach mal genau da an, wo wir quasi runtergesprungen sind. So. Ansonsten würde ich sagen, gibt es hier keine Wege mehr. Noch ein paar hungrige Monster. Der sitzt. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Kapuzenmann, dessen Identität nur diejenigen kennen, die den Trailer gesehen haben. Und wir fragen uns immer noch, was dieses lilane Ding zu bedeuten hat. Vielleicht ist das ja auch so eine Art Duftspur, der Dracula folgt. Aber das kommt ja das erste Mal vor, deswegen wäre ich mir da gerade gar nicht so sicher. Boah, da jetzt runterspringen, da hätte ich so Lust drauf. Aber ich schaue mich erstmal kurz hier oben noch um. Ja, super. Wisst ihr was? Ich riskiere es einfach. Warum nicht? Wenn das nicht passt, dann schneide ich uns das Ganze einfach rein. So, auf geht's. Yeah! Gelb. Nein, blau. So. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder ganz nach oben klettern müssen. Oder? Moment. Was ist hier unten? Kann ich dann ganz nach unten? Ja, ich trau mich nicht, Weil ich habe keine Lust zu schneiden. Ich würde hier schon noch ganz gern vorwärts kommen. Weil die Parts sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Mal hast du wirklich eine bombastische Cutscene und mal passiert ein Part einfach mal knallhart nichts. Sowas von überhaupt nichts. Was ist das? Eine Cutscene. Ja, super, hätte ich gewusst, dass wir runterfallen, dann hätte ich natürlich da hinten runterspringen können. Wurden wir entdeckt? Ja, wurden wir. Die schießen hier Granaten auf uns. So, noch was? Nee. Was mich jetzt auch interessiert. Okay, das ist wieder hergestellt. Klettern wir einfach mal wieder rauf. Da hinten ist noch was. Mich ärgert das immer, wenn ich es sehe, aber nicht weiß, wie ich da hinkomme. Doppelsprung. Geh mal weg jetzt. Das kann ich gerade gar nicht ab, wenn ich hier am Gucken bin. So, volles Leben haben wir. Brauchen wir gar nicht einsammeln. Da können wir dann später durch. Was haben wir da? Ein Knopf, keine Ahnung, was der macht. Finden wir gleich heraus. Nee, das ist einer von diesen Herausforderungen. Ich brauche hier auf jeden Fall den Doppelsprung. Das bringt nichts. So. Was macht der Knopf? Knopf arbeitet nur mit Strom. Surprise, surprise!
Bam. Bam. Und dann muss ich wahrscheinlich wieder unter Zeitdruck zurückrennen. Ja. Und noch eine Drachenschuppen. Ja, Moment. Das ist erst jetzt aktiv. Wie viele Drachenschuppen braucht man denn da, Herrgott? Ja, super. Arbeitet wieder nur mit Strom. Weißt du, das ist so eine Sache, die finde ich mega ätzend. Ultra ätzend, weil das ist wirklich nur künstlich in die Länge gezogenes Gameplay. Das Beste wäre noch, wenn das hier gleich kaputt geht. Ich meine, das hat spielerisch überhaupt keinen Mehrwert. Warum muss ich diesen Weg jetzt zweimal laufen? Ich möchte die Punkte doch einsammeln können, bitte. Wenn da Viecher sind. Den kämen die unendlich, dann würde ich sagen, ja gut, ist mir egal. Kommen ja wieder, so auf die Art. Okay, hier kann ich was kaputt machen. Vielleicht kann ich das im Herausforderungsmodus machen. Ich bin mir aber gerade immer noch nicht sicher. Strom unterbrochen. Ja, das sehe ich auch. Nette Idee, auf jeden Fall. Ritt auf der Rakete. So, da hinten geht's runter. Oder wir drücken B, um die Kraft wieder aufzuladen. So, wir können jetzt entweder hier entlang oder... Nee, ich... Gehe hier einfach mal knallhart runter. Wieder in das Kunstviertel. Obwohl ich keine Ahnung habe, was ich hier treibe, ist mir gerade auch wirklich wurscht, weil... Warum wird mir das denn sonst angeboten? Ist ja eine Open World, nicht wahr? Wir können ja völlig alles frei erkunden. Um einfach mal knallhart nichts Sinnvolles zu sehen. Ich meine, komme ich dann wieder zurück? Nein, komme ich nicht. Warum sollte ich auch? Hätte ja auch ein Weg zurück sein können. So eine Abkürzung quasi. Nein, braucht man nicht. Dann muss ich tatsächlich vermutlich den ganzen Weg einfach wieder hochrennen. Ich sag ja, künstlich geschlitten. Oh, nein, 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 nein. Nein! Künstlich gestrecktes Gameplay. Oh, fall einfach tot um. Fall, geh weg. Warum sind es denn gleich so viele? Okay, Moment. Wir nehmen da einfach mal das hier. Ja, perfekt.
So. Ich meine, dafür gibt es ja dann auch extra Punkte. Aua. Nee. Das hat nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. So, nimm Saures. Das sind zu viele. So, der ist kaputt. Der ist auch kaputt. Nein, noch nicht ganz. Jetzt ist er kaputt. So. Wie viele sind da denn noch, sag mal? Und der letzte. Und sehe ich das gerade richtig? Wurde da ein Fehler behoben, weil deren Schilde glühen die ganze Zeit. Permanent quasi. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist mir zu spät aufgefallen. So, erstmal aufladen. Also dann Chaoskrallen. Den Luftschlag können wir übertragen. Was wollen wir uns kaufen? Schmetterschlag in der Luft. Jo. Sieht gut aus. Ja, komm. Upgraden wir den auch noch gleich. Schauen wir uns das Ganze einfach mal in Natura an. Ja, also das sieht schon viel besser aus. Sehr gut. Jetzt muss ich da tatsächlich den ganzen Weg raufklettern. Aber schaut euch das mal an. Wie komme ich denn da ran? Doppelsprung? Oh, fuck. Aua. Super, vielen Dank auch. Ich dachte eigentlich, dass ich, wenn ich da mehr springe, dass das dann klappt. Nee, tut es nicht. Ach so, ja. Wenn das so geht von mir aus. Bleiben die dann auch komplett deaktiviert? Oder nur für kurze Zeit? Fragen über Fragen. Runtergucken. Nee, sind nur zeitweise deaktiviert. Schade. Oh, ich muss hier tatsächlich den ganzen Weg wieder zurück. Ich glaube, ich spinne. Wenigstens ist die Musik schön. Einfach immer positiv denken. Wenigstens wissen wir jetzt, wohin wir überhaupt hier müssen. Eigentlich schon fast auswendig.
Okay. So. Wie war das hier nochmal? Ach nö, nicht schon wieder. Ist da noch mehr? Nee, war der einzige, wie es aussieht. Ach, wir hätten an dem Wasserfall hochklettern müssen. Nein! Oh Mann! Was ist da hinten? Also wäre cool, wenn sich da jetzt noch irgendwas versteckt. Nee, natürlich nicht. Ah, ja, voll verstrahlt. Tut mir leid. Tut mir leid. So, hier müssen wir entlang. Kamera, bitte. Ja, toll, danke. So, jetzt. Einfach mal umgedreht. Ich hasse sowas. So, wir haben ja den Ritt auf der Rakete bestritten. Wie kommen wir denn da nochmal rüber? Müssen wir den Strom wieder... Ja, wisst ihr was? Das dauert mir jetzt auch zu lang. Ich suche uns einfach den richtigen Weg. Und dann sehen wir das einfach im nächsten Part. Okay? Gut. Bis dann!